Herr Motloff, was für ein Mann war Michail Gorbatschow? Was war Ihr erster Eindruck von ihm? Ich habe ihn ja zum ersten Mal am 4. Dezember nach der Begegnung, die er mit Bush hatte, im Moskau bei der Beratung des Warschauer Vertrags erlebt. Dort hatte ich ganz eindeutig den Eindruck, es ist kein Mann, der in einer so kurzen Frist nach der Begegnung mit Bush in der Lage ist, konzeptionell den Warschauer Vertrag zu führen. Es war für mich ein Bild absoluter Überforderung. Wie kam es dazu, dass Sie von Gorbatschow als Nachfolger Honeckers gehandelt wurden? Das hat eine Geschichte innerhalb der Sowjetunion selber. Die Lage war ja, dass ich als erster Sekretär der Bezirksleitung der SED in Dresden das Gebiet Leningrad als Partner hatte, nicht die Stadt. Und der Partner in Leningrad war eigentlich der Gegenpart von Gorbatschow, als er Generalsekretär wurde. Das war Grigori Wassiljewitsch Romanow. Romanow war ganz offensichtlich ursprünglich auch bereit, diese Funktion zu übernehmen. Wer dann, ob Suslow oder wer auch immer, Gromyko vorgeschickt hat, um Gorbatschow vorzuschlagen, das weiß ich nicht. Aber Romanow war nach einem halben Jahr so krank angeblich, dass er nicht mehr in der Führung bleiben konnte. Und aus Leningrad ging Saikow nach Moskau, der nach Romanow mein Partner war. Sodass immer jemand aus Leningrad in der Führung Modrow kannte und Gorbatschow über diesen Weg dann, nachdem auch Saikow in Moskau war, war der Vertreter Juri Solowjow im Politbüro und erster Gebietssekretär. Und als er der Generalsekretär wurde, war die Begegnung, die ich jährlich mindestens einmal mit den Leningradern hatte, die erste Formel war unter vier Augen, sprach ja soweit Russisch, dass ich die Grüße von Michail Sergejewitsch hörte. Und dann stellte man mir unter vier Augen Solowjow die Fragen, wo ich wusste, das sind Fragen, wie ist in der DDR die Lage, wie ist die Frage zur Perestroika, welche Probleme sind bei Honecker, wie beurteile ich sie. Das heißt, es war immer eine Kurve, über die die Informationen in einem Austausch waren, sodass es gewiss kein Zufall war, dass Gorbatschow diese Frage in Warschau stellt. Und mit Jaruzelski war ich bekannt, dadurch, dass ich Teil einer Delegation an Verhandlungen zwischen Honecker und Jaruzelski war auf der DDR-Seite oder der SED. Und mein Partner, der erste Sekretär in Wroclaw, war Tadeusz Podemski, der später auch der Stellvertreter von Jaruzelski gewesen ist. Also 88 war klar, es waren zwei, die über Modrow sprachen. Der eine kannte mich persönlich, der andere hatte immer einen Kontakt. Hat Ihrer Meinung nach Gorbatschow mit seiner Perestroika auf die richtigen oder die falschen Methoden gesetzt? Seine Perestroika habe ich damals als einen neuen, wichtigen Anstoß aufgenommen, denn es gab ja dann, nachdem er gewählt war, nicht gleich in seiner ersten Rede, aber doch ein Prozess, in dem dann dieser Begriff der Perestroika als die tragende Konzeption seiner Politik international ja in Erscheinung trat. Es gibt, glaube ich, kein russisches Wort, das so internationalisiert wurde, wie dann der Begriff Perestroika.
Ich persönlich blieb mehr bei dem deutschen Wort der Umgestaltung. Für mich blieb das die Überlegung. Durch meine Kontakte mit Leningrad erlebte ich nun aber, was sich in Leningrad vollzog. Und 1987 war ich der Überzeugung, dieser Weg, den Gorbatschow hier verkündet und eingeschlagen hat, ist nicht tragfähig. Denn in den großen Werken wie Kirov-Werk, wo Panzer gebaut, die größten Traktoren der Welt produziert worden sind, war keine Ordnung mehr. Der Generaldirektor sollte gewählt werden von einer Belegschaft von 25.000 Menschen. Das kann ich in der Wirtschaft nicht. Ich habe Wirtschaft studiert und weiß genau, das geht so nicht. Die Wirtschaft ist ein Instrument, das nach Prinzipien geführt wird, was Planung braucht. Große Konzerne werden heute auch geführt, planen heute auch, müssen Proportionalitäten sichern und gewährleisten. Und die kann ich nicht politisch bestimmen. Da muss ich auch von Wirtschaft etwas verstehen, was bei Gorbatschow nicht mehr gegeben war. Und in Leningrad erlebte ich, wie mit einmal auch die Versorgung nicht funktionierte. Eine Situation entsteht, in der eigentlich klar wird, und es war auch so, Gorbatschow hatte zu Hause kaum noch Zustimmung. Ihm ging es ähnlich wie Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Der war zu Hause schon nicht mehr sehr angesehen, wo er international noch immer ein Vertreter war. Und Gorbatschow verlor zu Hause eigentlich Ansehen und Zustimmung. Und in Leningrad kam dazu, ich hatte ja auch Kontakt mit Künstlern, Kulturschaffenden, weil wir von Dresden aus mit der Stadt, mit dem Kirov-Theater sehr enge Beziehungen pflegten, dass dort auch Zweifel entstanden. Es wird geredet, aber wenig gehandelt. Würden Sie Gorbatschow als einen der Väter der Wiedervereinigung bezeichnen? Oder war er eher einer der Getriebenen, der von den Ereignissen überrollt wurde? Er war ein Mitgetriebener und er hatte kein Konzept. Und er hat eines nicht verstanden, dass wenn die DDR, so wie es geschehen ist, aufgegeben wird und man sich nicht an dem Beschluss hält, den Rychkov am 27. März 1990 nach dem Beschluss meiner Regierung vom 8. März zu dieser Problematik, zu der ich schon gesprochen habe, dass alle Entscheidungen der sowjetischen Militäradministration rechtens waren und rechtens bleiben. Dieses feste Fundament hat Gorbatschow nicht verstanden. Das hat er aufgegeben. Und wenn ich dieses Fundament der Siegermacht aufgebe, dann bin ich keine Kraft der Siegermacht mehr. Und das ist für mich das Problem und das Geschehen. Ich kann ihn nicht als einen der Väter verstehen. Ich kann ihn nur als einen mit in der Verantwortung Stehenden sehen.